droht nach dem großen Knall bald auch der Wechsel im sportlichen Bereich. Viele Fans fordern einen neuen Trainer. Almedin Chiva unter Druck. Die Bilanz erschreckend. Seit der Hinspielniederlage gegen Greifswald holte Lok nur 2 Siege in 13 Spielen. Heute, hoppla, erste Schrecksekunde für Greifswald in Minute 19. Der Ex-Chemnitzer Jakubow mit dem Stockfehler, der nicht bestraft wurde. Wenige Höhepunkte in der Anfangsphase. Dieses Foul von Löhmannsröben an Wulff in der 28. Minute. Dann der Freistoß vom Ex-Zwickauer Koskun auf Egelseder. Die Führung für Greifswald durch den Mann, der vor der Saison aus Leipzig an die Küste gewechselt war. GFC-Coach Fuchs guckt sich das ganz genau an. Egelseder beim Kopfball nicht gestört von Löhmannsröben. Müller dann chancenlos. Greifswald vor der Partie unter Zugzwang, der Vorsprung auf 2 Punkte geschmolzen, der BFC macht Druck, bisher hielten sie Stand. Die erste Chance für Lok nach 37 Minuten, Sirch beim Freistoß, keine größeren Probleme für Jakubow. In Minute 44 das taktische Foul von Pieplitzer an Kutscher, der Leipziger Defensivmann, sah dafür seine 5. Gelbe. Er fehlt gegen Babelsberg. Lok, 8 Niederlagen in dieser Saison, 7 davon auswärts, und wieder sah es heute nicht gut aus. Die Nachspielzeit, Koskun auf Vogt, 2:0 für Greifswald kurz vor der Pause. Vogt, der ehemalige Erfurter und Halberstädter, perfekt bedient von Koskun, streichelt den Ball in die lange Ecke bei seinem Startelfdebüt in diesem Kalenderjahr. 2:0 zur Pause. Jan Löhmannsröben, ein Bild mit Symbolkraft. Führungsbeben, Abstiegskampf, Lok in der größten Krise seit dem Aufstieg in die Regionalliga 2016. Durchgang 2. Löhmannsröben mit Katastrophenball in die Füße von Brandt. Da ist Eschel. 3:0 für die Gastgeber nach genau einer Stunde. Jan Löhmannsröben, diesen Ball darf er nie und nimmer so spielen. Dann sorgen 2 Ex-Leipziger fürs 3. Tor. Brandt früher bei Lok, Eschel noch in der letzten Saison für Chemie aktiv. Sein 6. Saisontor, das 1. seit über 4 Monaten. Müller macht sich vergeblich breit. Keinerlei Aufbäumen von Lok, es spielte nur noch der Greifswalder FC. Und immer wieder Koskun setzt sich durch. Benjamina und der eingewechselte Manske verpassen das 4:0. Starke Parade von Müller. Wir holen die Meisterschaft und schießen Leipzig ab. So sangen die Fans des GFC Profifußballträume an der Ostsee. Und für Lok drohte mal wieder eine echte Auswärtsklatsche. Wie schon in Babelsberg, wie schon bei Viktoria. Der Spitzenreiter, wie im Rausch. Wunderschöner Kombinationsfußball, das 4:0 in Minute 77. Eschel mit seinem 1. Doppelpack für den neuen Club. Lok fiel komplett auseinander. Überhaupt keine Gegenwehr mehr beim Greifswalder 4:0. Im Gästeblock die Fahnen ab, während der Ball noch rollte. Lok Leipzig in vielerlei Hinsicht am Boden. 0:4 in Greifswald, der nächste Tiefschlag für Almedin Chiva. Die Situation jetzt ist einfach Müll. Ja, und ich bin Kämpfer, ich habe das immer wieder auch den Spielern reingebracht. Wir haben auch ein super Verhältnis und wir haben auch ein ganz, ganz ehrliches, offenes Verhältnis. Und ich weiß auch, dass man in so einer Phase zusammenhalten muss. Ist es eine reine Mannschaftssache oder muss man dann sagen, dass die Impulse von draußen, von der Trainerbank irgendwie dann auch nicht mehr ankommen? Meiner Meinung nach ist es eine Mannschaftssache. Ich habe es gerade schon gesagt. Ich glaube, jeder muss sich selber mal hinterfragen, was gerade los ist. Mir auch immer zu einfach dann zu sagen, Trainer raus oder Trainer, keine Ahnung. Das ist für mich zu einfach. Wir sind auf dem Platz. Ich finde, meiner Meinung nach stellt uns der Trainer gut ein. Nochmal, ich glaube, jeder sollte es oder... Wir müssen uns einfach selber hinterfragen, weil wir sind die Spieler, die auf dem Platz stehen.
Wie geht es weiter mit dem Coach? Lok hat jetzt 4 Heimspiele in Folge. Siege sind bitter nötig bei nur noch 4 Punkten Vorsprung auf einen potenziellen Abstiegsplatz.